Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Ich begrüße Sie herzlich mit dem Wochenspruch heute zum ersten Advent. Es gibt kaum etwas, das ich mehr mit dem Advent verbinde, als das Lied, das diesen Gottesdienst begleiten wird und von dem wir eben schon die erste Strophe gehört haben, eingespielt von Herrn Prestier an der Orgel. Macht hoch die Tür macht weit. In diesem Gottesdienst geht es um geöffnete Türen. Und dieser Gottesdienst hat selbst die Funktion, eine Tür zu öffnen. Diese Tür öffnet sich in den virtuellen Raum hinein, hin zu dem Instagram-Account der Schlosskirche, den wir gemeinsam mit einer Gruppe von Studierenden vorbereitet haben. Sie werden ab dem 1.12. unter schlosskirche-bonn einen Adventskalender finden, zu dem ich nachher noch etwas mehr sagen werde. Dieser Gottesdienst öffnet auch die Tür in den Advent hinein, in das neue Kirchenjahr hinein, mit all den Hoffnungen und Erwartungen und Sehnsüchten, die wir an das neue Kirchenjahr richten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Psalm 24 und die letzten Strophen abwechselnd in der vertrauten Übersetzung aus der Lutherbibel und in der Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache. Die Erde ist des Herrn und was darin ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist und nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs, Selah. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Öffnet euch Tore, öffnet euch uralte Pforten. Es kommt, der würdig ist, König zu sein. Wer ist würdig, König zu sein? Adonai, gewaltig und mächtig. Adonai, mächtig im Kampf. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Öffnet euch Tore, öffnet euch uralte Pforten. Es kommt, der würdig ist, König zu sein. Wer ist allein würdig, König zu sein? Adonai, gebietend über Himmelsmächte. Gott ist als einziger würdig, König zu sein. Selah.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. Amen. Macht hoch die Tür. Wie öffnet man eine Tür? Eine Tür zu öffnen ist eine Alltagshandlung, die höchstens dann in den Blick rückt, wenn der Transponder wieder einmal nicht funktioniert. Oder wenn man in England mit Schließmechanismen konfrontiert ist, bei dem man zum Öffnen die Klinke nach oben drücken muss und zum Schließen nach unten. Türen zu öffnen lernt man sehr selbstverständlich. Und es ist ganz klar, wie es geht. Dann, wenn sich die Tür öffnet, hat man sie richtig geöffnet. Psalm 24, den wir gerade gehört haben, und das Adventslied Macht hoch die Tür, fordern nun auf, Türen zu öffnen. In der Bildwelt, die sie entfalten, in der Art und Weise, wie sie vom Türöffnen erzählen, zeigt sich, wie unterschiedlich diese bildhaften Türen gedacht sind und wie sehr sich auch dadurch die Aufforderung verändert. Öffnet, macht hoch die Tür. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch. In der vielen vertrauten Luther-Übersetzung stellt sich das Bild einer Stadt vor Augen, einer Gemeinschaft von Menschen, die zum Berg hinziehen, die Tore öffnen, sich auf den Berg stellen, sich vorbereiten, die Türen in der Welt hochzumachen. Wenn man es sich so vorstellt, in dem Psalm eintaucht, ist es fast ein wenig hektisch, auf jeden Fall dynamisch, die Menge in Bewegung und über die Menge die Rufe, machet die Tore weit. In dieser Lesart, aus der Menge heraus, stellt sich die Frage, wenn dann die Türen des Erdkreises hochgehen, in welche Welt zieht der König der Ehre ein? Auf welche Art von Gemeinschaft wird der König der Ehre blicken? In dieser Übersetzung sind die Betenden Teil einer Menge, die Türen öffnet und im Öffnen der Türen Gemeinschaft gestaltet. Öffnet euch, Tore, öffnet euch, ihr uralten Pforten. In der Bibel in gerechter Sprache wird so übersetzt, dass sich der Akzent etwas verschiebt. Öffnet euch, ihr uralten Pforten, ist eine Aufforderung mit schon fast beschwörendem Klang. In dieser Interpretation kann es etwas Sehendes haben. Es liegt nicht in der Hand der Betenden, ob sich die Türen öffnen. Sie hofft darauf, sie fordert es ein. Sie selbst kann die Pforten nicht öffnen, aber sie vertraut darauf, dass es gelingen kann, dass sich die ewigen, die uralten Pforten öffnen, dass es anders wird für sie und die Generation, die nach Gott fragt. In dieser Übersetzung, in diesem Bild, liegt das Handeln der Betenden in der herausfordernden und in der vertrauenden Aufforderung, öffnet euch. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit. Im Adventslied von Georg Weissel verändert sich das Bild noch einmal grundlegend. Die Türen, die geöffnet werden sollen, sind nun die eigenen Herzenstüren. Das Innerste und Innige einer Person, hinter dem das ganz Eigene liegt, das Verborgene. Das, was mir möglicherweise auch ein wenig entzogen ist. Es scheint so, als ob Weissel annimmt, dass es dazu notwendig ist, dass hinter den Herzenstüren auch ordentlich genug aufgeräumt ist. Euer Herz zum Tempel zubereit, die Zweiglein der Gottseligkeit, steckt auf mit Andacht, Lust und Freud, so kommt der König auch zu euch, ja Heil und Leben mit zugleich. Ein aufgeräumtes Herz zu haben, ein Bewusstsein für die Ecken, die öfter angeschaut werden müssen, ein Wissen um das Innerste und das, was auch verborgen bleiben kann. Das kann fast als eine spirituelle Praxis
der Achtsamkeit verstanden werden. Ein aufgeräumtes Herz zu haben, zu dem man die Türen öffnen kann, kann ein starkes und motivierendes Bild sein. Es ist jedoch auch ein hoher Anspruch. Man kann die Liedstrophe freudig vertrauend, aber auch nachdenklich und sogar angstvoll erwartend hören. Was findet der König, voll Rat, voll Tat, voll Gnad, hinter der Tür meines Herzens, wenn er denn kommt? Es bleibt eine Unabwägbarkeit darin, die es erfordert, sich einzulassen, die Herzenstür zu öffnen und dem anderen zu vertrauen. Auch und gerade dort, wo es hinter dem Adventszweiglein der Gottseligkeit möglicherweise gar nicht so aufgeräumt ist. Ich stelle mir das als eine Verflechtung aus Vertrauen, aus Zeigen und sich zeigen lassen vor. Vielleicht in etwa nach dem Modell, das eine Freundin letztens über ein Gespräch von uns beiden auf Twitter öffentlich machte. Sie schrieb: Die Katharina Opalka und ich schicken uns Fotos unserer Chaos-Wohnzimmer, damit keine von uns ein schlechtes Gewissen hat. Funktioniert. In dem Sinne, komm, o mein Heiland Jesu Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Es gibt noch eine weitere Variante zum Türöffnen. Ein Gebetsversatzstück, ein Halbsatz eigentlich, der recht weit verbreitet ist. Mir hat sich dieser Halbsatz in Thésée eindrücklich gemacht und mir als Jugendliche viel bedeutet. Die Worte: Öffne unsere Herzen. Oft wird vor dem Moment der Stille mit diesen Worten gebetet. Ich habe es als entlastend empfunden, diese etwas paradoxe Anweisung, jetzt nichts weiter tun zu müssen, mich noch nicht mal um Öffnung bemühen zu müssen, sondern mich ganz zu lassen. Türen zu öffnen geschieht sehr selbstverständlich. In religiösen Sprachbildern, im Psalm 24, im Adventslied und in unserer Gebetssprache wird das Bild des Türenöffnens in ganz unterschiedlichen Kontexten mit ganz verschiedenen Aspekten genutzt, um die Hoffnung auf Gottes Anwesenheit auszudrücken. Und mit jeder Form dieser Türöffnung sind andere Fragen und andere Erwartungen verbunden. Welche Form der Gemeinschaft sich beim Öffnen der Tore zeigen soll? Welches Vertrauen und welche Hoffnung nach dem Öffnen eingefordert werden kann? Ob es überhaupt in unserer Macht liegt, die Türen selbst zu öffnen? Oder ob wir um das Öffnen nur bitten können? Was sich hinter der Tür des eigenen Herzens verbirgt und was man bereit ist, auch anderen zu zeigen. Wo man die Ruhe und Stille finden kann, sich auf das Öffnen auch einzulassen. Macht hoch die Tür, öffnet eure Herzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Dieser Gottesdienst ist auch der Beginn einer neu geöffneten Tür hin in den virtuellen Raum und zu Instagram.
Und dort können Sie die Schlosskirche ab dem 1.12. auf schlosskirche-bonn finden. Und das geht auch ganz ohne eigenen Instagram-Account. Mit eigenem Instagram-Account können Sie uns natürlich gerne folgen. Wir öffnen die Türen in diesem Raum auf Instagram, indem wir dort einfach nochmal weitere Türen öffnen. Ab dem 1.12. finden Sie dort einen Adventskalender, der unter genau dem Motto steht, macht hoch die Tür. Es ist ein Adventskalender, den wir gemeinsam im Mittelbau und mit den Studierenden konzipiert haben, in dem Sie vieles wiederfinden werden, was die Schlosskirche ausmacht. Sie werden dort Türen finden, die die Mitglieder der Fakultät Ihnen vorstellen und zu denen Sie einen kurzen Impuls geben werden. Die Fachschaft wird die Tür zum Mittendrin-Andacht und zu Ihrem gemeinschaftlichen Leben öffnen. Es werden Türen geöffnet, um zur Ruhe zu kommen und zuzuhören. Hinter diesen Türen können Sie sich die Bibel in der Sprachenvielfalt einer internationalen Fakultät vorlesen lassen oder einen Moment der Stille und des Gebetes vorfinden. Und natürlich können Sie auch der von Herrn Prestia eingespielten Musik aus der Schlosskirche lauschen. Als Team freuen wir uns sehr, mit diesem Adventskalender noch einmal etwas ganz anderes und Neues ausprobieren zu können. In der Hoffnung, dass es gelingt, dass sich auch diese Tür für uns öffnet. Beten. Gott, Schöpfer der Welt, öffne den Raum, dass wir auf diesem Erdkreis gemeinsam leben können, voller Hoffnung auf eine bessere Welt. Jesus Christus, öffne die Möglichkeit für Begegnung, uns den anderen zu zeigen und etwas von anderen gezeigt zu bekommen. Die Verletzlichkeit und das ganze unperfekte Chaos, die unsere Menschlichkeit ausmachen. Heiliger Geist, öffne unser Herz, behutsam mit uns selbst, in der Hoffnung und dem Vertrauen darauf, dass wir uns in der Stille dir lassen können. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in die kommende Woche und in diese Adventszeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.